Hallo, liebe Freunde. Heute spielen wir mal ein bisschen Super Mario 64. Ich habe dieses Spiel schon Jahre nicht mehr gespielt und wir versuchen uns mal an dem ersten Bowser-Level, wenn ich mich noch recht erinnere, und dort den Stern zu kriegen. Und schauen wir mal, wie geschickt ich mich hier noch anstellen kann. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, früher fand ich ja Mario 64, wo ich sagte, boah, steuerungsmäßig und kameramäßig, das Nonplusultra. Heute finde ich es eigentlich gar nicht mehr so toll. Also das Spiel selber schon, aber die Kamera zickt ja doch schon ziemlich und man ist heute echt einfach einen anderen Standard gewohnt. Oder ich bin einfach älter und langsamer geworden. Aber das möchte ich nicht hören. Ich werde einfach mal die Schuld dem Spiel geben. So, ein paar Gumbas wegmachen. Was war hier nochmal drin? Ein Leben. Ein Leben ist immer schön. Okay. So, dann werden wir mal weiterschauen. Jetzt darf ich natürlich keinen Stromschlag kriegen. Das würde sehr wehtun. So, jetzt geht's hier drauf. Das war schon knapp. Ein paar Münzen. Ja. Rote sammeln wir natürlich heute mal nicht ein. Ich möchte ja mich nicht ganz lächerlich machen. Okay, weiter geht's. Münzen sammeln sind immer gut. Ein Goomba, den machen wir fertig. Und auf zur Wippe. Da musste ich warten, bis das hoch ist, aber nicht so weit, sonst rutsche ich runter. Aber warte mal, ich konnte doch auch quasi abkürzen. So. Ja, das war ja Skill hoch 10. Okay, dann gehen wir so hoch. Jetzt kommen, glaube ich, wenn ich hier drauf gehe, Stufen, wo ich schnell sein muss. Oh. Ah. Och, das war knapp. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt schon zum Bowser komme. Das wäre ja erschreckend nach ein paar Minuten. Tatsächlich. Also ich habe das echt ein bisschen länger in Erinnerung gehabt, das Level. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den mehrmals gegen diese Bomben hauen muss oder nur einmal oder so. Ich weiß es gerade nicht. Ich werde mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Guck mal, ja. Ja, so nicht. So, jetzt kam natürlich das, wofür der N64-Controller damals gut gemacht war, diese 360-Grad-Dinger. Und das tat ihm jetzt, glaube ich, weh. Ich packe ihn mir nochmal. Brauche ich nicht. Ja, ich habe schon gedacht, mir wäre die Konsole abgestürzt, weil meine N64-Konsole ist nicht mehr die beste. Die zickt echt rum. Ich habe auch ein Problem mit der Memory Card, dass die manchmal gar nicht erkannt wird. Oder ich habe auch FIFA 99 und sobald ich die Memory Card reinmache, stürzt mir das Spiel ab nach 2 Minuten. Und das ist echt scheiße. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das ein Problem mit der Memory Card ist oder von meiner Konsole. Keine Ahnung. So. Den Schlüssel haben wir. Und jetzt gehe ich doch mal hier hoch. Oder muss ich hier runter? Ach, es ist ein Kellerschlüssel. Das steht doch da. Herr Reinhold von und zu. So, jetzt weiß ich gar nicht. War das hier links rum, rechts rum? Was war denn mit dem nochmal? Ging es hier runter? Ich glaube schon. Ach genau, wenn ich, glaube ich, zu dem Buhu gehe, bin ich doch draußen im Garten, meine ich, und habe dieses Geisterschwert.
Welt, Schloss, Level. Was meiner Erinnerung nach noch ziemlich cool war eigentlich. So, jetzt geht's hier rechts rum. Ich meine, da war doch damals Wüstenlevel, Lava-Level. Und musste ich da nicht auch einen Karnickel fangen oder einen Hasen fangen? Hier im Keller? Ich weiß das gerade nicht. Kann auch sein, dass ich mich jetzt wirklich vertue. Aber naja, wenn ich mich vertue, dann tut's mir leid. Was war denn hier nochmal drin? Was ist das denn? Ach, das war auch noch so ein Level. Aha. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich momentan nur ein bisschen hier rumgucke, aber ich kann mich an dieses Spiel echt schlecht erinnern. Obwohl ich das echt gesuchtet habe früher, aber irgendwie... Irgendwo. Was ist das denn? Ach, das Wasser habe ich doch irgendwann mal... Mache ich das doch weg, meine ich. Dazu muss ich aber erwähnen, Wasserlevel ist mir ein Grauen. Ne? Also, was wäre, wenn ich denn hier reingehe? Ach so. Ich bin im Wasserlevel sowas von schlecht. Aber sowas von. Ich habe damals immer das Wasserlevel quasi übersprungen. Das war ja Welt 3. Und da habe ich immer nur einen Stern gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr welchen. Und, war hier nicht das Wüstenlevel? Ja. Und, war echt sowas von schlecht da drin. Folge den Riesengeier. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Und das hat ja schon wieder hervorragend geklappt. Wäre ich ja fast, ja. Folge dem Riesengeier. Dann machen wir das doch mal. Jetzt muss ich auf diese Dinger erstmal hier warten. Konnte ich nicht auch fliegen? Irgendwie hier oben drauf oder so? Wenn ich nicht noch wüsste, wie ich hier drauf komme. Dreifachsprung vielleicht. Das ist der Riesengeier. Ich meine auch... der hat mir die Mütze geklaut. Das klappt ja wieder hervorragend. Mein Skill ist ja geil geworden. So, jetzt sind wir mal hier oben drauf. Jetzt muss ich überlegen, was war das denn nochmal? Oder das hier? War das nicht diese Fliegemütze? Ach, da war doch der Geier. Wo ist er denn? Der hat doch hier was für mich. Wenn ich fliegen könnte. Also das Fliegen war für mich damals genauso bescheiden wie, ich hole mir nochmal die Mütze. Wie, das Schwimmen. Und, irgendwie komme ich hier gerade nicht da wieder hoch. Wieso nicht? Was macht denn der da? Ich habe Schwung verloren. Das hat ja hervorragend funktioniert. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie war das nochmal? Musste ich da nicht einfach auf dieses Podest da drauf und den anspringen? Das gucken wir nochmal. Wenn ich irgendwie wüsste, wie ich hier nochmal hochkomme. So, okay, jetzt hole ich mir nochmal das Mützchen. Und dann, so, das Witzige ist gerade, ich sitze ja hier gerade in meinem Kämmerlein. Ja, David, super. Ich sitze ja hier gerade in meinem Kämmerlein und meine Katze ist da bei mir. Und jetzt will die... Jetzt will sie raus. Aber das geht nicht, weil ich hier gerade versuche, einen Stern zu kriegen. Oh, das geht nicht. Ja, das war hervorragend. So. Ja, ja, ich lasse meine Katze mal eben raus. Wenn sie rausgehen will.
So, versuchen wir es nochmal. Folge dem Riesengeier. Alles klar. Also ich kann jetzt mein Fail von gerade meiner Katze in die Schuhe schieben, weil die mich abgelenkt hat. Das liegt natürlich nicht an mir. Selbstverständlich nicht. Okay. Ja, das war ja... Geilomat. Alter Schwede. Also, Fliegen ist genauso nervig wie Schwimmen. Kommt er da noch raus, oder... Alter Falter. Komm schon. Sehr schön. Na gut, okay. Ich mach mal was anderes. Das hat alles nicht so... Es klappt hier alles nicht so nach Plan. Oh, das war nix. Da ist er unterwegs verhungert. War natürlich ganz toll von mir. Und nochmal. Folgen wir nochmal den Riesengeier. Und dann gucken wir mal. Jetzt hole ich mir das Ding mal nicht. Ich weiß gar nicht, kann ich nicht auf diese Pfosten da so separat drauf springen? Wie war denn das nochmal? Konnte ich den nicht wegkloppen? Ja, konnte ich. Aber er konnte mich auch treffen. So. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn der Adler? Da. Ich muss doch einfach nur auf dieses Ding da drauf. Also nur... Ich muss, glaube ich, dahin fliegen. Ob ich will oder nicht. Ich muss auch sagen, ich fand früher den N64-Controller sowas von geil. Und heute habe ich echt Probleme mit diesem Controller. Wie man sieht, was ich für Probleme mit diesem Dreisprung alleine habe. Kann aber auch sein, dass mein Controller ein bisschen genudelt ist. Eins, zwei... Ach, also ich weiß auch nicht. Also irgendwie klappt das mit dem Dreisprung nicht mehr. Nee. Sehr nervig gerade. Aber nicht zu Ende. Ich komme da auch nicht mehr drauf. Warum auch immer. Er kommt da nicht mehr drauf. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja auf den N64 Mini gespannt, wenn der wirklich kommen sollte. Und dann bin ich mal auf die Performance auch von den Controller gespannt. Eins, zwei... Keine Ahnung. Also langsam geht mir das aber auch auf den Keks mit diesem Controller. Liegt vielleicht auch an mein Knöpfchen hier, dass der ein bisschen ausgeleiert ist nach all den Jahren. Weil er macht keinen vernünftigen Dreisprung mehr. Jetzt haben wir es endlich. Natürlich ein bisschen Zeit verloren. Und ich weiß nicht, warum der da nicht drauf kommt. Ja gut, das haben wir aber schon 15 Minuten rum und damit belassen wir es auch heute.
Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und beim nächsten Mal gucken wir mal gemeinsam, dass wir diesen Stern